Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Let's Play. Wie ihr schon in dem kurzen Intro gesehen habt, spiele ich Paranormal Activity The Lost Soul. Und dieses Spiel werde ich nicht wie gewohnt spielen, sondern ich begebe mich in die virtuelle Realität. Dafür habe ich meine Vive, mit der werde ich dann auch spielen. Und ich habe auch den Sound mit dem internen Mikrofon aufgenommen. Leider ist das nicht so gut. Deswegen werde ich mir in Zukunft noch irgendwas anderes einfallen lassen. Aber ich hoffe dennoch, dass euch das Video gefällt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Und los geht's! Ich bin jetzt schon hier im Hauptmenü. Ich habe auch schon alles eingestellt, damit es nicht so lange dauert. Also können wir auch schon starten. Gehe ich mal zu der Tür, weil die hat sich jetzt geöffnet. Boah, ist das dunkel. Bin im Wald. Das ist ziemlich dunkel. Okay, ich habe hier die Taschenlampe. Aber so wirklich weit kann man damit auch nicht gucken. So, da hinten sind Lichter, da werde ich jetzt auch mal hingehen. Da leuchtet auch was. Hier ist ein Loch. Das ist ein Grab. Ist da irgendwas drin? Okay, das waren nur Vögel. Ich höre noch irgendwo einen Hund bellen, nicht, dass der hier irgendwo aus den Bäumen rausgesprungen kommt. Oh, hier raschelt es echt überall. Oh! Oh, das Rascheln ist um mich rum. Ich kann irgendwie gar nicht schneller geradeaus laufen. Oh, der Hund jault. Ah, jetzt geht's. Ah, wenn ich doppelt drauf drücke, geht's. Es geht. So, jetzt müssen wir auch irgendwie hier durch. For sale. Okay, das Haus wird also verkauft. Das. Hier sitzt ein Vogel. Hallo? Ui, okay, der fliegt weg. Auch nicht schlecht. So, hier ist ein Zettel. Mal schauen, was hier geschrieben steht. Hey. I swung, I'd return the key. It's in the usual hiding spot. Let me know when you're ready to get back on the market. Thanks, MN. So. Hier ist natürlich zu. Ich denke mal, dass ich hier irgendwo einen Schlüssel finden muss. Was ist hier? Ein Aschenbecher. Gut, damit kann ich nichts machen. Ist der vielleicht. Ich kann gar nicht an den Stuhl ran. Ich würde unter dem Kissen gucken, aber hier komme ich gar nicht ran. Ich muss hier mal rumgehen. Kann ich das nehmen? Das geht nicht. Den Briefkasten hat auch schon, wurde auch schon lange nicht mehr geleert. Wo ist der Schlüssel vielleicht hier? Oh, ich kann gar nicht richtig auf den Briefkasten drauf gucken, aber hier scheint nichts zu sein. Hier unten kann ich hier die Post rausnehmen, auch nicht. Oder vielleicht unter der Zeitung oder so. Die kann ich sogar aufheben. Daily Press. Okay. Hier ist auch kein Schlüssel. Die Post kann ich nicht aufheben. Mal sehen, ob ich hier irgendwie unter den Kissen nachschauen kann. Oh, das funktioniert auch nicht. Das hier vielleicht auch nicht. Oh, hier kann ich zum Fenster reingucken. Kann ich hier klopfen? Hallo?
Das funktioniert nicht. Die Schaukel kann ich auch nicht bewegen. Kann ich hier hintergehen? Nein. Ich habe den Schlüssel gefunden, der liegt hier drin. Gut. Dann werde ich mal hineingehen ins Haus. Okay, die Tür ging jetzt schneller auf, als ich dachte. Und irgendwie habe ich mich jetzt auch gerade in das Kabel eingewickelt. So. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Bilderrahmen. Das ist ein Hochzeitsfoto. Ein Brief. Mr. and Mrs. Thomas. Kann ich das hier nehmen? Nö, das funktioniert nicht. Geht das? Das ist voll schön. Huch, das ist aufgegangen. Boah, das ist wie in so einem Horrorfilm. Und ich bin mittendrin. Irgendwie ist es auch total beeindruckend und schön. Es scheint eine Batterie zu sein. Meine Taschenlampe ist auch schon leer, so die werde ich auch gleich brauchen. Hier steht Need Batteries, okay, die brauche ich wirklich. Oh, das Teil ist wieder zugegangen, okay. Need Food brauche ich auch öfter mal. Aber ich mache jetzt die Batterie hier rein. Da ist eine Tür aufgegangen. Aber ich gehe jetzt... Oh, nicht, dass ich hier von hinten irgendwas anschleicht. Also ich gehe jetzt doch erstmal hier hin und schaue, ob ich das öffnen kann. Aber das funktioniert nicht. Kann ich hier irgendwas machen? Oh. Ich kann den Zeiger verstellen. Aber hier geht nichts. Hier knarzt es überall. Die Tür geht auf, damit habe ich nicht gerechnet. So, ich kann die einfach aufschieben. Oh, das ist echt dunkel. Aber ich habe ja die Batterie in die Taschenlampe reingemacht. Ja, die Wanne hat auch schon lange niemand mehr geputzt. Komme ich hier hinten durch? Nö, das ist zu. Ist hier ein Zettel? Kann ich das nehmen? Nee, das funktioniert nicht, aber es ist ja eigentlich auch nicht so toll, in dem Badezimmer Müll von anderen Leuten rumzuwühlen. Hier sind Handtücher. Aber hier kann ich auch nichts nehmen. Kann ich das Wasser aufdrehen? Das funktioniert auch nicht, aber hier ist ein Schlüssel. Oh. Okay, der Spiegel ist nur zersprungen. Alles klar. Oh, was ist das? War das hier hinten an der Tür? Kann ich jetzt den Schlüssel vielleicht hier verwenden? Funktioniert nicht. Okay, so mache ich den Schlüssel weg und so nehme ich ihn wieder. So. Huch, die Tür geht zu. Bleib offen. Ein Bild von einem Mädchen. Ich wollte eigentlich einen Zettel nehmen. I am scared. Ja, ich auch. Hier ist eine Uhr. Ist das der Big Ben? Wenn es nicht der Big Ben wäre, wäre es jetzt peinlich, aber das ist mir egal. Hier habe ich noch einen Zettel gefunden. It won't let me leave and no one help me. I just want things to be normal again. Granny's room is locked and there are no vents. Englische Sprache, schwere Sprache.
Also der Raum von der Großmutter ist so. Die Tür ist offen. Probier jetzt trotzdem mal, ob ich hier noch irgendwo die Türen hier öffnen kann. Das geht nicht. Kann ich die aufschließen? Das funktioniert nicht. Kann ich die hier aufschließen? Oh, die geht so auf. Ich habe hier nichts geschlossen. Das sieht aus wie so ein begehbarer Kleiderschrank. Oh, das Gitter ist da unten ab. Hier ist so ein Schacht. Oh, hier liegt eine Puppe. Ich habe eine Puppe gefunden. Aber die brauche ich da und ich setze die einfach mal hier hoch. Aber ist hier irgendwas in dem Schacht? Oh, es knarrt schon wieder so. Ja, wenn hier jetzt was rausgesprungen kommt, dann sterbe ich. Knarrt hier schon wieder so. Ich muss mal auf dieses Kabel aufpassen, dass ich mich hier nicht eindrehe. Das war nur die Tür hinter mir. Oh, mein Herz. Oh, mein Gott. Zu. Oh. Oh, das war nur die Tür. Das war die Tür. Das war die Tür. Da ist der Raum von der Granny. Oh, hier ist eine Schublade offen. Hier liegen sogar Batterien drin. Was war das? Also die Batterien habe ich genommen. Jetzt schaue ich doch noch mal, ob ich hier... Oh, oh, ob ich hier in den anderen Fächern noch was finde. Oh, ich habe echt Schiss, dass hier irgendwas kommt. Okay, und oh, das geht gar nicht auf. Hocke ich jetzt hier irgendwie? Keine Ahnung. Oh, hier ist noch ein Zettel. Quantum Shifters Digital Storage Memo. Aber die andere Schrift lässt sich ziemlich schlecht lesen. Hier steht Second Warning, Mr. Thomas. It has come to our attention that your work performance that not yet improved after our... Ich kann das nicht lesen. Irgendwie ist es doch noch ein bisschen unscharf. Egal, dann lasse ich das erstmal. Auf alle Fälle war es der zweite Warning. So. Mal schnell hier alles durchschauen. Okay, jetzt kriege ich das unten auch auf, aber da ist nichts drin. Kann ich mit der Vase irgendwas machen? Huch! So, mit dem Werfen, das hat auch nicht so ganz geklappt. Hier ist so ein Buch. Kann ich das irgendwie öffnen? Need an Escape. Ja, ich brauche auch ein Escape. Wenn ich die Lampe wegmache, funktioniert es dann, dass ich das aufmachen kann? Nö, das geht nicht. Hier ist noch ein Brief. Mr. Thomas. Scheint auch noch nicht geöffnet zu sein. Ist hier irgendwas unterm Sofa? Oh, das ist bloß das Bein vom Sofa. Oh, der ist ja hübsch. Aber den lasse ich jetzt hier auf dem Tisch sitzen. Ist hier noch irgendwas in dem Regal? Aber das sieht auch nicht so aus. Batterien habe ich hier gefunden. Oh. Oh, das war die Pflanze. Ich habe die Pflanze berührt und die hat geraschelt. Oh, die geht noch innen auf. Oh mein Gott, meine Nerven. So, da war ich schon. Komme ich jetzt vielleicht hier rein? Wo ist der Schlüssel hier? Das scheint nicht zu gehen.
So gehe ich mal. Ach so, hier weiter. Ich höre Schritte. Ich höre jemand langrennen. Die Tür da vorne ist offen. Genagelt. Ich komme also nicht mehr raus hier. So, ich schaue jetzt mal, ob das jetzt aufgeht, aber das geht nicht. Okay. Dann gehe ich jetzt mal da. Oh, ich bin schon wieder gegen die Tür gerannt. So. Ich soll mal schnell prüfen, ob ich. Oh, ich bin so langsam, ob ich hier rein kann. Aber das geht auch nicht, deswegen. Ach, kann ich vielleicht noch was an der Uhr machen? Weil auf dem Bild war 12 Uhr. Oh. Ich kann das gar nicht in die andere Richtung drehen. Und die Batterie spare ich mir mal lieber. Weil das kennt man ja aus verschiedenen Spielen, dass man mit den Batterien sparsam umgehen sollte. Irgendwie kann ich diesen Zeiger gar nicht so richtig. Kann ich den irgendwie greifen? Hoch mit dir. Na komm. Oh Gott. Kann ich die aufmachen? Nein, das funktioniert nicht. Aber die ist offen jetzt. Hier ist irgendwas. Was ist das? Eine Kerze? Steht hier, aber das ist schon der Unschrift. Evil Candle. Okay, also eine böse Kerze. Habe ich die jetzt mitgenommen? Hä? Hier ist ein Bild. Ach, irgendwie hängt mein Controller gerade. Joan. Schau mal. Oh je, das ist wieder ein bisschen unscharf. Ich muss das mal jetzt richten hier, dass ich das besser sehe. 27 years young. Passed away Saturday morning from complications during childbirth. Single mother. Joan is survived by her sister Elizabeth, who will be guardian to Joan's surviving 7.6 pound newborn baby boy, Blake Summer. Elizabeth said her sister Joan was very special woman, and the birth of the baby boy Blake will enable her soul to live on. For me, this baby boy is the most special gift I could ever receive. Miss Summer's funeral will be held on Thursday morning. Okay, die ist gestorben. Kann ich das mitnehmen? Nee, das sieht nicht so aus. Die Tür ist zugegangen, die ist offen. Was soll ich jetzt da durchgehen? Aber diese Tür macht mich da stutzig. Ich weiß nicht, ob ich hier durch muss. Nee, das geht immer noch nicht. Oh, das knarrt hinter mir. Also gehe ich mal hier lang. Oh, das ist echt groß. Hey, it's after me. Das war ein Mädchen. Das war einfach nur ein Mädchen, okay. Oh Gott. Hallo, bist du hier noch irgendwo? Hier ist ein Buch. Okay. Kann ich das irgendwie benutzen? Was ist das? Oh, hier knarzt es überall. Irgendwie ist es auch voll dunkel.
Okay, ich habe das Buch und ja. Ich gehe jetzt doch erstmal hier unten lang. Kann ich hier. Die Tür ist noch zugegangen. Kann ich hier irgendwas machen? Hier sind Flaschen drin. Aber das geht auch nicht auf. Das ist das Badezimmer, wo ich die Tür hinten nicht aufgekriegt habe. Keep out. Tür ist auch zu. Kann ich die. Da ist gar kein Schlüsselloch dran. Funktioniert auch nicht. Oh, hier heult irgendwie der Wind und es ist echt dunkel. Irgendwas rauscht. Erstmal so probieren, ob ich diese Tür öffne. Nee, die Tür geht nicht auf. Auch nicht mit dem Schlüssel. Deswegen gehe ich jetzt mal runter. So. Oh, ich hänge hier fest. So. Komme ich nirgends weiter? Och. Was war das? Ich hoffe nicht, dass das hier in dem Haus ist, weil da bewegt sich der Hocker. Aber ich glaube, das. Ah! Das ist in dem Haus! Oh, das ist bloß der Fernseher. Okay, das war bloß der Fernseher. Total angespannt. Ich habe so einen Schiss, mich hier richtig zu erschrecken. Okay, sind das Babys oder sind das Puppen? Sieht aus alles wie Puppen, bis auf das ganz links. Weiß auch nicht, was mir das sagen soll. Hier steht doch nichts drauf. Komisch. Was ist das? Oh, jetzt, ich bin irgendwo. Ich bin mit dem Controller gegen meinen Stuhl gekommen. Oh, weia. Aber das kann ich auch nicht rausnehmen. Das sind irgendwelche Holzfiguren und eine Bürste. So, jetzt schaue ich mal hier hinten, ob ich an der Tür irgendwas machen kann. Schlüssel! Schlüssel passt. Passt das? Ja. Das ist die Küche vom Fernseher. Hallo? Ich glaube, hier passieren gleich ganz furchtbare Sachen. Oh, es sind so viele Türen. Was haben wir denn hier Schönes? Soll das eine Frucht sein oder ist das ein Ball? Boah, da hinten der Schatten, ey, das ist echt furchtbar. Ist schon offen. Kann ich den noch weiter öffnen? Nein, das funktioniert nicht. Geht das auf? Schnell alles durchtesten, dass ich nichts über.
sehe. So, hier hat auch schon lange niemand mehr geputzt. Das sind verschimmelte Orangen, so wie es aussieht. Chips. Party Size. Okay, ich habe eine Tüte Chips gefunden. Super. Aber machen kann ich damit auch nichts. Die könnte ich vielleicht irgendwann noch gebrauchen. Ich habe nichts gesehen. Das hat sie irgendwas verschoben hat. Kann ich den Herd anschalten? Nein. Nein. Boah, jetzt ist das Blut. Schnell alles durchtesten, ob ich hier die Fächer öffnen kann, aber das sieht nicht so aus. Bei mir hier im Bild. Die Mutter sieht irgendwie komisch aus. Komme ich gar nicht hin. Meine Taschenlampe ist aus. Ich brauche eine Batterie. Geht nicht auf, aber ich werde ein bisschen sparsam mit den Batterien umgehen. So, hier ist auch zu. Vielleicht finde ich noch einen Schlüssel und ich kann das zu einem späteren Zeitpunkt öffnen. Ah, was ist denn hier hinten noch? Bein. Tür geht auch nicht auf. Ich gehe zurück. So, jetzt bin ich wieder im Wohnzimmer. Da hinten war ich. Jetzt werde ich wohl doch die Treppe hochgehen müssen. Oh! Wo, wo, wo? Die Tür habe ich erst aufgemacht. Hier hat sich jetzt auch nichts geöffnet. Nee, ich gehe da hoch. Hier ist Musik. Da knarzt das überall. Selbst das Gute ist, der Musik zu folgen. Gehe ich doch erstmal hier lang. Es ist ein Regal umgekippt. Ich glaube, ich gehe doch da lang, wo die Musik herkommt. Was ist das? Ach, das Ding hier ist so. Oh. Okay, wenn ich auf die Matte steige, geht die Musik an. Schon fast schön hier. Yay!
schnell genug gespielt. Hier ist das nervige Teil. Ach, das geht sogar aus. Da ist so eine Puppe drin. Kann ich die Tür öffnen? Das funktioniert nicht. Oh, es ist schon wieder geknackt. Sie ist vielleicht nicht aufgegangen. Schon irgendwie gruselig, das Viech. Dass man nur die Musik macht. Aber gibt's hier noch irgendwas in dem Zimmer? Irgendwas passiert jetzt. Das ist bloß ein Abstellraum. Was ist das, ein toller Schacht. Hier ist eine Batterie, die nehme ich mir doch mit. Oh, bin so nervös, ich kann mal gebrauchen. Die Tür ist offen. Hallo? Du hast mir nur einen Ball zugerollt, ne? Die Tür ist so genagelt. Ich kann mich auch gar nicht schneller bewegen. Schauen, ob ich hier reinkomme. Das geht nicht. Hier rauscht irgendwas. Irgendwas passiert mit dem Mädchen dort. Das Feuerzeug kann ich nehmen. Okay, jetzt kann ich sogar an. Ah! Oh. My dearest girl, I'm writing you this letter because you refuse to talk to me. Is there something that I have done to. Irgendwas ist wieder ein bisschen unscharf. My beloved Bell. Okay, also sind beide Hilfe an den Bell. Schauen, ob hier noch irgendwas ist, aber das sieht nicht so aus. Okay, dann gehe ich mal weiter. Das war nur das Mädchen. Das war nur das Mädchen. Wo ist die hin? An der Tür kann ich nichts machen. Ich höre irgendwas weinen. Daddy says that I'm too old to have imaginary friends. I told that he's real and he's not my friend anymore. Ich glaube nicht, dass das ein imaginärer Freund ist. Ich glaube, der ist echt. Ich glaube auch, dass ich dir noch begegnen werde. Was ist das umgekippte Bücherregal? Die Tür geht nicht auf. Oh, ich höre irgendwie so eine Uhr ticken oder was auch immer das ist. Was ist das? Lauf schneller! Ich kann nicht rennen! Ich renn! Geh doch schneller! Ich kann nicht! Ich trau mich gar nicht um! Boah! Hilfe! Wo bin ich? Es ist total dunkel!
bin ich. Aber ich glaube, hier bleibe ich jetzt auch erstmal. So, ich mache jetzt mal die Brille ab. Oh, ich gucke in die ganz andere Richtung. Ich hoffe, dass euch dieser Part gefallen hat. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal.